Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind am letzten Checkpoint wieder hier aufgewacht. Wir sind im FBI-Hauptquartier oder beziehungsweise in einem Geheimquartier. Oh, wir haben gerade ein Dokument aufgehoben. Wo ist denn das? Fähigkeiten, Steuerung. Keine Ahnung, wo das ist. Okay, am PC können wir auch nichts machen. Wir sind scheinbar dieser Typ und wir haben den William Sheridan umgebracht. Also eine Art John F. Kennedy in dieser Welt hier. Genau, und wir sind aber auch Mr. 13 und Mr. Roland. Okay, da muss ich jetzt dann raus. Dann hoffen wir mal einfach aufs Beste. Checkpoint erreicht. Was für Witze? Warte, Sie haben gerade die Tür hochgejagt, oder? Hm? Was? Haben die eine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben? Da kann ich durch, perfekt. Muss ich nicht hier an diesen FBI-Agenten vorbei. Oh Mist, der hat das gehört. Oder auch nicht. Oder doch, Mist. Der andere rennt. Ich renne, nicht rennen. Oh, er wollte mir was sagen. Hey! Daneben. Mein Gott, sie stürmen das Gebäude. Was wollen die? Die wollen mich. Aber sie haben einen Raketenwerfer. Wir halten uns da mal raus. Shit! Shit! Okay, der FBI-Typ da ist tot. Braucht ihr Verstärkung? Schleichen uns hier mal dran. Nein, vorbei. Wir sollten die Position halten. Roger, wir bleiben in der Nähe. Da ist eine große Tür. Oh. Was ist denn das für eine Tür? Was ist das bitte? Da hängt ein Boxsack, da ist das eine Turnhalle. Kann ich da einfach vorbei? Wo ist der Kerl mit dem Tattoo? Da ist ein Besen. Hui. Auf den schieße ich jetzt aber. Oh ja, die 44er, die waren eh viel besser. Alarm! Okay, dem FBI weiche ich aus. Oder geht's raus? Wo verstecken Sie den Verdächtigen? Ah, nein! Oh, der hat daneben geschossen. Oh, wie geil. Der hat daneben geschossen gehabt. Okay, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Oh, Medikit. Da ist nichts. Ey, die Tür ging gerade zu. Aber hier ist keiner. Da geht's nicht weiter. Okay, dann aufs Dach. Checkpoint erreicht. Er ist es! Oh Gott, meine Aim. Der hat Glück gehabt bisher. Dass ich genauso schlecht schieße wie er. Okay, in den Boxen ist nichts. Ist das eine Glasscheibe? Oh, damit kann man ja bestimmt aufschlitzen. Oh, man kann die werfen. Ich atme mal. Okay, 24 Leben macht das. Medikit. Hat da jemand hier die gute Munition? Ist da was drin? Nee. Da ist nix. Pass auf! Die Dielen sind morsch! Ah! Da war nur ein Schuss drin. Alarm!
kriegt alle was. Ist da unten nochmal einer? Kaliber 9? Kaliber 9. Ist hier noch was? Alarm! Hui! Der hat getroffen. Alarm! Ah, der hat meine Box weggeschossen. Ja, okay, macht Sinn. Oh, Medipack und Spezialmoni. Oh, ich habe eine Rüstung an jetzt. Von dem einen Typen da mit seiner Schrotflinte. Coole Sache. Nein, da ist nichts. Ich muss doch noch nach unten. Nee, halt, ich muss aufs Dach. Das Dach muss ich. Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Oh, okay. Level abgeschlossen. Ta-ta-ta-ta! Jones darf nicht sterben. Folgen Sie Major Jones. Hey, hier entlang. Okay. Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Ja, nicht so ganz. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind Sie? Ich bin Major Jones, Ordonnanzoffizier von General Carrington. Fällt der Groschen? Nein. Carrington ist vor 3 Tagen verschwunden. Er hat eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Er ist der Einzige, der deine Unschuld beweisen kann. Okay. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los! Wie soll ich da hoch? Da nicht. Die darf ich nicht töten. Oh, okay. Hier, nimm. Hättest du mir den 10 Sekunden früher geben können, den Enterhaken. Piu. Sehr elegant. Ziehen Sie mit dem Enterhaken. Ah, unter F. Oh, das ist ja lustig. Das ist sehr lustig. Wuhi! Nein, so nicht. An was hänge ich, wenn ich beide Hände an der Schrotflinte habe? Wie lasse ich los? Ah, mit E. Ich warte auf den Anruf eines Informanten. Er weiß, wo Carrington festgehalten wird. Dort, mit dieser Frau. Na super. Hier. Oh, Scharfschützengewehr. Jetzt wird's lustig. Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr. Okay, mit rechter Maustaste kann man zielen. Sekundärfeuer, um zu zoomen. Oh, einfach zweimal klicken. Wow. War da noch einer? Ungenau ein bisschen, aber. Gute Arbeit. Mehr waren da nicht, ne? Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir. Enterhaken. Was sie da. Enterhaken. Nimm den Enterhaken. Alarm! 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 Halt, jetzt stehen wir hier rum. Da war doch nochmal einer, ja. Revolver? Nee, Schrot. Ich hab mir wehgetan. ...48 Leben nur noch. Ich nehme mal hier so ein... Von wo schreit der Alarm? Okay. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Eine Sondermeldung. FBI-Beamte vereitelten einen Überfall auf eine Filiale der Winslow Bank und nahmen einen Verdächtigen fest, der in Verbindung zum Mord an Präsident Sheridan stehen soll. Offizielle Stellen waren bis jetzt keine Stellungnahme bereit.
Unterdessen sorgt sich die Öffentlichkeit um die Sicherheit von Walter Sheridan, dem Bruder des ermordeten Präsidenten. Wie Sie wissen, tritt der junge Senator. Oh, cool, Granaten. Und noch ein bisschen Muni hier. Der Weg ist frei. Das sagst du nur. Was hast du eigentlich bisher getan? Nimm Anlauf. Okay. Also sie hat das Schloss geknackt. Cool. Verdammte Scheiße, hinter dir! Blam! Oh, der lebt noch. Auch Cowboys sind nicht mehr das, was sie mal waren. Vor allem, wenn man mit einer Granate in die Luft gejagt wird. Ich kann keine weitere Munition tragen. Das war hier, ne? Na egal. Und jetzt? Okay. Sie ist die Langsame von uns. Wo? 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 Kann ich auch. Tichi. Und nochmal einer. Den hab sogar ich gesehen. Sieht mal richtig cool, wo man trifft. Hier lang! Die armen Straßen von New York. Dass die alles schon sehen mussten. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Ich bin schneller als du. Du wartest immer irgendwie und lässt mich dann sitzen. Okay, das hätte ich nicht gekonnt. Oh, da sind welche drin. Nimm das. Habe ich jetzt eine Granate geworfen? Ich habe eine Granate geworfen. Muss ich hier alles machen. Ah, ich muss nachladen. Also hier hat es irgendwie auch so eine gewisse Auto-Aim-Funktion, das muss man sagen. Großes Medikit. Medipack. Ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Ja, hättest du. Weil dann wärst du auch tot. Vermute ich mal. Nein, da liegt die Rüstung. Ich habe die Information. Ich habe zwar Roger, noch eine gute Rüstung, aber... Carrington wurde von General Stanwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten. Eine abgelegene Militärbasis in den Appalachen. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington verpflichtet hat. Ich bin sicher, dass sie dort drinnen sind. Gib mir den Raketenwerfer. Ja, gib mir den Raketenwerfer. Tschüss, Tour. Tür. Tour. Dort, der Laschen. Helikopter. Den brauchen wir. Oh, der hat ganz schön viel ausgehalten. Er braucht schon ein Scharfschützengewehr, wenn er einen Revolver hat. Hat er gerade eben seine Waffe aufgehoben? Deaktivieren Sie das Sicherheitssystem. Ich kann die Landebahn nicht erreichen. Wie soll ich das ausschalten? Drin? Ja, okay, warum frage ich? Wo ist das Medikit? Gehen Sie an Bord des eines Helikopters. So. Okay, sie hat den anderen gemacht. Hör doch nicht ohne mich ab. Ah, sie haut nicht um. So. Mit dem Vogel kommen wir nicht weit. Na, sieh mal. Der Emerald-Komplex um 12 Uhr. Kommt es oft vor, dass Sie sich Hubschrauber ausleihen? Ich kann mich ja wirklich an
Also eine Mütze hätten sie mir geben können, damit mir die Ohren nicht abfrieren. Ich fand Schneelevel schon immer geil. Dringen sie in das Gelände der Basis ein. Oh, ich habe eine Armbrust. Ah, die funktioniert wie ein Sniper. Hat aber nur 5 Schuss, okay. Ja, dann... Ohne Genehmigung kann ich sie nicht passieren lassen. Hey, warten Sie, was... Okay, die Grünen sind die Guten. Schon gut, mach weiter. Oh, der hat mich bemerkt, oder? Oh, vorne rein, mitten durch den Kopf. Wir sammeln die Körper später auf. Gefroren sind sie einfacher zu stapeln. Gefroren sind sie einfacher zu stapeln, ja, mein Güte. So, einen habe ich noch irgendwo. Jetzt habe ich ihn hier noch. Normale. Ja. Ich wollte da nicht runterrutschen. Oh, gut, dass der hergekommen ist. Geh rein und hol Carrington raus. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Kaliber 9. Das hatte ich nicht erwartet. Sturmgewehr. Ich hatte dir gesagt, dass du mein Stagel nicht ans Steuer lassen. Da hinten kommen welche. Hör auf, er ist beinahe am Ziel, also beruhig dich. Oh, der weiß noch nicht genau. Ah, gerade noch erwischt. Schön durch die Sonnenbrille. Da habe ich aber keine Armbrustpfeile mehr. Medikits. Sehr gut. Achso. Jetzt, wie viel Schuss ich noch habe in meinem nächsten Magazin. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? McCall wird uns umbringen. Halt's Maul! Ich hätte Mexiko nie verlassen sollen. Nee, hättest du nicht. Also, du schaffst das schon. Ich gehe zurück zur Basis. Ey, wie fährt denn der? Okay. Sieht aus, als gäbe es dort Ärger. Wollen wir nachschauen. Quatsch, bleib locker. Das ist ja voll blöd. Das Gewehr ist kacke. Das ist gut, wenn man rumsprüht, aber... Ja, wirklich gut ist das nicht. Okay. Draußen ging es aber auch nochmal weiter. Oh, Helm und Rüstung. Helm ist immer gut für mich. Haben die hier Explosivgedöns? Da oben ist gerade einer gewesen, oder? Oh ja, geil. Großes Medikal. Bolzen. Oh. 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 Nein! Da ist nochmal einer. Go Explosion. Okay, leichter Helm. Hat auch nochmal einen Helm gehabt. Da kam die her. Da draußen ging es doch auch weiter. So, hier kommt man nur hier hoch. Da muss ich was zerstören, glaube ich. Aber da liegt noch ein Medikit. Oh! Nicht nett. Kann ich da eigentlich ziehen? Okay, wir haben einen Granatwerfer. Flug. Oh, Spray and Pray. Medikit.
Der Nummer 1. Wo sind die Leiche jetzt hin? Da unten, okay. Switch Power. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Okay, also, ich wusste nicht wofür, aber dann gehe ich mal davon aus, dass draußen jetzt weitergeht. Da liegt einer. Ah, Brückenstromversorgung. Ja klar. Zweimal kann ich nur. Bleibt er auch stehen? Oh ja. Bam, bam, bam. Durch die Nase. Ja, das Nasebohren ist nicht so nett. Oh, da ist nochmal einer. Der hat auch mit einer Armbrust auf mich geschossen. Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Das alles für diesen alten Sack Harrington. Ich kenne ihn. Es wird Stunden dauern, bis er redet. Und warum musste unsere Alarm! Mehr, cool. Habe ich jetzt zwei Armbrüste? Nee. Oh, die Brücke. Nein, 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 stopp. Egal. Egal. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal durch. Okay, Speedlimit 10. Oh, stimmt, ich habe ja einen Enterhaken. Muss ich nur richtig auswählen? Da kann ich nicht hin. Vom Auto aus? Nee. Ah, hier sind Kisten gestapelt. Dann müssen wir über die Kistenboxburg hier. Lass mich doch hoch. Ich will hier nochmal eine Runde schlenkern. Oh. Okay, wir probieren das nochmal. Diesmal schlenkere ich zum Berg hin. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Oh, die schießen. Gut, dass ich die Brücke wieder eingezogen hatte. Oh, fies in die Stirn rein. Richtig gut, dass ich die Brücke nochmal eingezogen habe. Die werden mir wahrscheinlich in den Rücken gerannt. Ist so ein Mist. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Nein! Oh! Wer hat denn da gerade geschrien? Oh, die Leiter war kaputt. Okay, ich würde sagen, hier machen wir für heute Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.